Alter. Geil! Leute, ihr seht's. Ultimate Spider-Man ist angesagt. Leute. Ohne Mist. Euch erwartet einfach eines der allergeilsten Spiele überhaupt, ja. Und, ich muss jetzt ehrlich sein. Ich, bin zwar schon mit diesem Let's Play fertig. Ja, ich habe dieses Let's Play schon aufgenommen. Ich habe komplett alles aufgenommen. Aber ich bin mit den ersten drei Parts nicht zufrieden. Weil das hat da irgendwie komisch geleckt und ab Part 4 habe ich da irgendwie was anders eingestellt und dann hat nicht mehr geleckt. Und ich hoffe, ich rede laut genug. Ja, ist ja immer so eine Sache. So. Und wir beginnen ein neues Spiel. Ultimate Spider-Man. Geil. Jetzt muss ich alles erzählen, was ich im ersten Part gemacht habe. Wow. Erstmal eine Cutscene. So, hier der Kampf. Und ja, hier sind nochmal ein kleines Tutorial, ist jetzt nicht die Welt. Wir haben es gerade gesehen, Ultimate Spider-Man handelt jetzt von der Ultimate-Saga. Das ist jetzt nicht so wie im normalen Comic, sondern ist jetzt, wow, Alter. Ist ähnlich wie in diesem Spider-Man-Comic oder diese Serie. Ja, da ist alles etwas anders. Da ist zum Beispiel dieser Green Goblin, der Vater von Harry Osborn. Der ist da irgendwie so ein komischer Mutant oder es kommen noch andere Charaktere vor. Aber zu denen kommen wir noch später. So, ja, komm, oh ja, das habe ich damals gehasst, immer hier so diese komischen Tastenkombinationen da zu drücken, jetzt bin ich da reingegangen, warte, vielleicht können wir ihn hier bringen, hier reinzugehen, dieses Elektro-Ding, nein, jawohl, so. Run by home and grab my web shooters.
So. Alles klar. Ja, Mann! Okay, oh, da kommt richtig wieder Nostalgie-Feeling hoch. Ja, warum ich dieses Spiel so vergöttere, ist einfach wegen diesem Gameplay. Dieser Wiederspielwert ist extrem groß. Ja, ich kann dieses Spiel immer wieder spielen. Ohne Mist. Ich finde einfach, es ist ein zeitloser Klassiker, ja? Wer jetzt denkt, Spider-Man, das ist doch voll kindisch, Mann. Nee, Mann. Im späteren Verlauf sieht man noch was ganz anderes. Aber dazu kommen wir doch. Okay, jetzt... also wenn wir links und rechts Klick drücken, dann machen wir hier diesen Webzip, aber das geht irgendwie nicht mit meinen... Mit meinem Controller geht das leider nicht. Ja. Das kann ich auch mal erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das ab Part 4 schon gemacht habe. Nee, habe ich nicht. Wie ich dieses Spiel bekommen habe. Also das war damals vor... Peter, kannst du mal das Maul halten? Ich rede gerade. So, oh, Gameplay ist hier wie Prototype. Man spürt es schon. Hä, ich dachte, ich hätte meine... Egal, komm, wir swingen jetzt erstmal hier. Geil. Komm. Hier, geil. Ja, ich habe das damals für die GameCube bekommen. Und, ja, ich habe das relativ krass durchgesuchtet. Oder was ist hier relativ? Ich habe es richtig durchgesuchtet. Ja, das war gar nicht mehr normal. Und jetzt holen wir uns unseren Anzug. Das ist ja noch eine kurze Anmerkung. Wenn später mal im späteren Verlauf des Let's Plays oder des Spiels ein Typ namens Beetle auftaucht, das ist so ein Typ, der in so einem Käferkostüm ist und so aussieht wie Iron Man, dann ist das der Beetle und nicht dieser komische Glatzköpfige. Also werdet ihr schon bald erfahren. Hermann Schulz. Hermann Schulz. Oh mein Gott, ja, komm hier. Komm hier. Oh, Hermann. Nein, Hermann. Oh, der Schocker ist jetzt hier richtig... Ja. Ja, Mann, jetzt habe ich dich down. Self-kill. Tja, Hermann, so lief das halt. Nicht. Gut. So, oh, jetzt kommen wieder hier Kämpfe, Mann. Zack, zack, zack. Hier, ich mache euch alle down. So, zack und zack. Jo, was hast denn du denn? Alter, total undankbar. Da retten wir ihr das Leben und dann... Yep, da hast du schon rechts bei dir. Okay, bam, bam. Na los, spinn ihn ein. So, und jetzt wieder zurück nach Hause. Nach Hause. So, was haben wir jetzt? Save the game, use the save button. Okay, ich weiß Bescheid, Mann. Okay, Larry, Pocherry, Larry. Oh nein! Alter. Komm schon, jetzt... So, diese Tokens, die sammle ich jetzt nicht ein, weil darauf habe ich jetzt keinen Bock. Und jetzt kommt ein Rennen mit einem alten Bekannten, ja, ihr werdet es schon gleich sehen. Es ist Johnny Storm, Mann! Grafikfehler, guck da, oh, da links da. Kein Problem. Tja, okay, Johnny, Challenge accepted. Ja, hier, der
ist total einfach, ja. Später kommt noch eine Stelle im Let's Play, wo ich nochmal gegen ihn antreten muss, aber ich will jetzt nicht das Let's Play spoilern. Und irgendwie kann ich jetzt nicht den Wallride machen, den ich so cool finde. Hier so, zack. Hier, das Rennen, das erste Rennen ist eigentlich total einfach, weil das ist ja Story beginnt und jetzt für die, also dieses Rennen am Times Square ist einfach nur optional, deswegen. Nein, in die andere Richtung, Spidey, Mann, Spidey, Mann. Ja, und diesen Web-Zip, den kann man auf dem Controller einfach nicht machen. Dazu brauche ich einfach eine Maus und mit der Maus zu spielen ist komisch. So, und yeah. Oh yeah, tricky. So. Okay, ich zerfetz ihn hier. Okay, und na ja, super. Ganz toll. Und okay. Wieso Johnny Storm hier auftaucht? Johnny Storm ist auch, also von ihm, also ist Ultimate Spider-Man ist ja nicht nur die einzige Ultimate-Serie. Es gibt ja noch Ultimate X-Men und es gibt noch Ultimate Fantastic Four. Und eigentlich sollte noch ein Ultimate X-Men und Ultimate Fantastic Four Spiel rauskommen, aber die Entwickler, also Binox, dachten oder halt auch Activision und so dachten halt, dass Ultimate Spider-Man Flop wird, ja. Es wurde es aber nicht, es wurde eins der besten Comic-Spiele und, Alter, wir haben es geschafft! Ja, aber dann haben sie die Produktion eingestellt und hatten einfach keinen Bock mehr drauf. Easy Trick Races unlocked! Swing Speed Level 2 activated! Boah, Alter, das legt jetzt gerade ein bisschen rum. Nicht cool. Ja, ist okay. Ja, ist okay. So, was muss ich jetzt machen? Irgendwie. Hör auf zu lecken, Mann! So. City Gold. Ich muss ein Token einsammeln und City Event. Gut. Nicht schwierig. Ist nicht schwierig, ja. Ich kann jetzt direkt mal zwei einsammeln. Ich weiß ja, wo die alle sind. Eins. Ah, sind sogar drei. Moment. Hier oben ist noch ein Secret. Und da unten ist noch ein Landmark. Ja, ist ja gut. Da hole ich mir noch kurz das Landmark-Teil. Ja, und jetzt brauche ich keine mehr einsammeln. Yo. So, wo sind die Schwerverbrecher denn? Überraschung. Alter. Boom. Ist ja easy. Okay, gut, dann flitschen wir mal zur Story-Mission da, die wir da haben. Und jetzt hier Ultimate Spider-Man, das ist jetzt nicht nur das ist jetzt nicht nur hier Spider-Man, nein, ihr habt es ja schon auf der Thumbnail gesehen oder hier. Es hat. Oh, Alter, wieso leckt das gerade so im Moment? So, ich habe es jetzt nochmal gemacht, irgendwie. Es will einfach nicht so, wie es sein sollte, ja. Irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen getrollt, aber nur ein bisschen. Ja, so. Was ich auch sehr geil finde, einige sagen ja, sie finden die Grafik nicht so ansprechend, aber ich finde die total geil. Ja, wenn man ein Comic-Spiel macht, dann soll es auch schon so einen Comic-Flair haben, ja, also. Und das haben sie halt auch geschafft, weil zum Beispiel bei den Cutscenes hier die ganzen, dieser Effekt da, dass das halt so ist wie bei Sin City oder so, halt, das mit den Sprechblasen, ja, das ist schon eine coole Sache. Eine coole Sache. Und da hinten sehen wir das Baxter Building, das da mit diesem Kristall. Und ja, da hinten ist eine Venom-Mission. Und ich würde sagen, Leute, ich wünschte, ich könnte jetzt diesen Netz-Zip machen. Moment. Nein, komm schon. Komm ich da ran? Jawohl, da komme ich doch ran. Und Leute, ich würde sagen, die nächste Mission machen wir dann in dem nächsten Part. Und ich würde sagen, war mal wieder spannend. Haut rein, Leute. Guckt euch bei dieser an.